heute einen Teddy-Haul für euch. Und zwar bin ich zum Teddy, weil ich bin gerade am Bastelzimmer, ja, aussortieren und umräumen und alles schön sortieren. Und ja, da brauchte ich noch so kleine Perlenboxen. Und ja, natürlich habe ich das, wegen dem ich hingefahren bin, nicht bekommen. Eh klar. Aber war trotzdem gut, dass ich dort war, weil es gab ein bisschen was Reduziertes oder ein bisschen was ist gut, eigentlich recht viel Weihnachtliches, was reduziert war. Aber ich war brav, ich habe mir wirklich noch ein paar Sachen gekauft, also ich hätte mir echt dumm und dämlich kaufen können. Also wenn ihr noch so Weihnachtsbastelzeugs braucht, sucht's und wollt das gerne reduziert haben, dann schaut auf jeden Fall zum Teddy. Der hat jetzt bei uns zumindest alles reduziert. Jo, ja, nichtsdestotrotz ein bisschen was ist mitgekommen und ich zeige euch jetzt was alles. Das erste ist einmal da diese schöne neue Unterlage. Ich bin schockverliebt. Da habe ich mir die gekauft und diese hier. Boah, die gefällt mir auch so gut. Ich kann mich gar nicht entscheiden, welche, was ich nehmen soll. Ich lasse jetzt einfach einmal die für das Video. Ja, eine hat gekostet 1,75 Euro. Also echt okay, finde ich. Und ja, so kann man immer ein bisschen herumwechseln. Das taugt mir. Ich lege das einmal kurz zur Seite, die andere. Und schnappe mir gleich die ersten Produkte. Ich würde sagen, wir starten gleich mit dem verbilligten Weihnachtssortiment. Und zwar habe ich mir da einmal diese Kreativkugeln, das sind Styroporkugeln. Ich würde schätzen, 5 cm Durchmesser haben die. Und statt 2,50 € haben die nur mal 1 € gekostet. Und da kann man sich selber Christbaumkugeln machen. Die haben schon die Aufhängung oben drinnen und ein bisschen so ein irisierender Glitzer ist dabei. Und da sind so Glitzerpailletten, so Sterne, ich glaube, man sieht es ganz gut. Die irisieren auch. Ich werde die aber höchstwahrscheinlich entweder in die Tauchfarben von Ideen mit Herz eindunken. Wobei, da fällt mir gerade ein, da habe ich eigentlich keine passende Farbe für unseren Grießbaum. Na, ist wurscht. Dann werde ich es wahrscheinlich mit Paillettentechnik machen, wie die Ostereier. Da habe ich auf jeden Fall ein schönes Rot und Grün. Genau, also einmal die. Die Kisten waren voll. Also ich hätte mir da, glaube ich, 10 Packer locker mitnehmen können, aber ja. Man will es ja nicht übertreiben. Und dann habe ich mir noch diese Styroporformen genommen, auch um 1 Euro statt 2,50 €. Und da sind ganz viele verschiedene Sachen drinnen. Da haben wir den Christbaum, dann da so einen großen Stiefel, den finde ich voll cool. Kugel, Sterne in verschiedene Größen und da ist auch noch eine Schneeflocke. Ah, und der Schneemann sehe ich gerade. Süß. Jo. Ah, da ist noch ein kleiner Stiefel. Ja, echt cool. So eine schöne Mischung. 18 Stück sind da drinnen. Auch ein super Preis um 1 €. Dann eine Packung Pompons. Pompons oder so. Keine Ahnung. 65 Cent statt 1 Euro. Ja, schöne Weihnachtsfarben. Genau so ist bei uns auch alles eigentlich zu Hause dekoriert. Ich mag das so schön klassisch amerikanisch. Und jo, passt perfekt. Werde ich mir nächstes Jahr irgendwas überlegen damit. Schaue ich gerade. Ah, na, wieso, was ist noch reduziert? Es gab auch ganz viele verschiedene Pickel, aber ich habe mir jetzt nur den einen da mitgenommen. Der hat mir so gut gefallen. Das ist so 3D gearbeitet und so ein bisschen wie Vellum, nur so aus Kunststoff, aber durchsichtig. Das sind eben so Kugeln und 1 € statt 2,50 €.
haben die gekostet. Es gab auch mega, mega viele. Also wenn ihr sowas sucht, dann stürmt bitte schnell zum Teddy, weil ja, sowas ist immer schnell weg. Für einen Adventkalender, für nächstes Jahr, fürs Basteln, die ganzen Zahlen. Da gab es Gluppen mit Holzfiguren drauf, dann so runde Holzblätter, dann haben wir so Buttons gehabt, wie so Broschen mit den Zahlen oben. Also wirklich so, so viel. Und teilweise haben die neu 5 oder 6 Euro gekostet und waren auf 1 Euro reduziert. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Genau. Und da habe ich mich mega gefreut, da habe ich die letzten zwei erwischt. Das ist eigentlich so eine Partygirlande. Und da sind drinnen... Zweimal ist das drinnen, glaube ich, was man da sieht. Wenn mich nicht alles täuscht. Oder nur... Ah, na, dreimal. Hinten sehe ich es dreimal. Und ja, mir gefällt es aber wahnsinnig gut als... so quasi, na, wie ein Stempelmotiv, wie ein Die-Cut. Einfach da auseinanderschneiden. Das kann man ganz leicht voneinander trennen und schön kolorieren und dann kann man die auf eine Karte draufsetzen. Das ist echt perfekt für eine A6-Grußkarte. Geht sich das auch noch schön aus oder natürlich auf eine größere. 65 Cent, durfte zweimal mit. Und auch schon das letzte. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, warum hat man ich eigentlich nicht so Adventkalenderzahlen mitgenommen, aber ja, keine Ahnung. Ich war einmal vernünftig im Geschäft und jetzt im Nachhinein denke ich mir schon wieder, verdammt, hättest du mehr mitgenommen. Ja, ja, wie das immer so ist, gell? Die fand ich so, so cool. 65 Cent statt 1 Euro und zwar sind da so Pickel drinnen, runde. Auf die Plätzchen, fertig, los. Erst am 24. öffnen, nicht schummeln, garantiert keine Sorgen. Und wehe, du freust dich nicht. Gruß vom Weihnachtsmann, bei uns kommt so als Christkind, aber ist ja wurscht. Post vom Nordpol, frohe Weihnachten. Weihnachtlicher Gruß aus meiner Küche, ist auch voll cool. Und das Ganze ist zweimal drinnen und dann auch noch ein anderer. Den sieht man jetzt nicht, weil der ist drunter. Der ist auch zweimal drinnen, der Pickelbogen, und da steht, ja, ja, wir wollten uns ja nicht schenken. Den finde ich auch voll super. Das Christkind hat mir gesagt, du warst lieb, frohe Weihnachten, frohes Fest, ja, pack aus. Genau. Habe ich mal zweimal mitgenommen. Fand ich auch sehr, sehr cool, muss ich sagen. Habe ich auch regulär, komischerweise gar nicht im Regal liegen sehen. Erst jetzt bei den reduzierten Sachen. Das ist echt immer lustig teilweise. So, dann ein bisschen was nicht reduziertes. Ich habe mir Stecknadeln mitgenommen. Zwei Packungen, 65 Cent. Und da sind drin, ah, da 125 Stück. Ich werde mir die zusammenschmeißen in einen Schachtel. Das ist ja eh komplett leer. Dann habe ich gleich noch mehrere. Und zwar, die brauche ich unbedingt für meine ganzen Bänderrollen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man ein Band also auf der Rolle hat und man zieht was runter, dann wickelt sich das immer von alleine auf und das nervt. Und dann nimmt man kleine Stecknadel und steckt da das Ende quasi fest, sodass die fest zusammenbleibt, die Rolle. Und dann hat man kein Kudelmudel beieinander. Und ja, jetzt beim Aufräumen, aussortieren, umräumen und so weiter ist mir aufgefallen, dass bei mir etliche Bänder noch keine Stecknadel als Fixierung drinnen haben und darum habe ich mir da gleich zwei Schächtelchen mitgenommen. Ups, da liegt schon eine. Gebe ich nachher rein. Dann meinem Freund habe ich mitgenommen, so ein Gummiband in Schwarz. Da müssen wir noch ein bisschen düfteln, wie wir das machen. Und zwar, wir haben im Internet gesehen, also er ist Skifahren, ich glaube im Jänner jetzt irgendwann, genau, vorausgesetzt Corona lässt es zu natürlich, aber gebucht ist er mal mit seinen Freunden und da haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass die, also im Lift braucht man eine Maske im Skilift und da befestigen die meisten die Maske irgendwie am Helm mit so Gummibändern anscheinend. Dann kann er das eben gleich wieder so runterziehen und raufgeben.
Keine Ahnung, ich muss mir da erst ein paar Bilder anschauen. Er hat noch gemeint, ich soll einmal so ein Gummiband mitnehmen. Da werden wir uns was überlegen, dass das Ganze dann ein bisschen einfacher ist für ihn. Dann eins meiner Highlights vom Einkauf. Oh, ich habe die schon so, so oft in Holz gesehen bei anderen. Diese wunderschönen Streudeko, Metallornamente, Schmetterlinge. Sind immer 12 Schmetterlinge in einer Packung. 1,75 kostet der eine. Und die hat es nie, nie, nie bei uns gegeben. Oder ich habe die nie liegen gesehen. Und ja, jetzt bin ich echt froh. Ich habe mir zweimal weiß mitgenommen. Die kann man sich, wenn es ist, auch anmalen, wenn man möchte. Einmal so ein Zartrosa und einmal Silber. Endlich. So, und dann noch ganz was anderes. Ich habe mir zwei Übertöpfe, so Blumentöpfe mitgenommen. Ja, haben mir einfach gefallen beim Vorbeigehen. Ich war heute auch im Action, da durfte auch ein Übertopf mit. Voll lustig. Normal ist das was ich gar nicht so kaufe, aber die sind mir heute irgendwie ins Auge gestochen und keine Ahnung, die passen irgendwie alle perfekt bei uns ins Haus rein von der Deko. Und ja, ich dachte mir, ich brauche öfter mal einen und dann hat man ein paar Reserve, genau. Also das ist einmal dieser hier, der ist aus Kunststoff, hat aber so eine coole Korboptik. Habe ich jetzt den Preis schon runtergeben, weiß ich jetzt leider nicht mehr. Ich glaube, der war so bei 3, 4 Euro und der lag bei 6 Euro, aber der ist mein absolutes Highlight. Boah, der ist richtig massiv aus Ton oder ja, Ton wird das sein. Und der ist eben so schwarz und dann so ein bisschen schäbig schick schaut der aus, finde ich. Ja, passt sehr, sehr gut bei uns rein. Genau, die beiden. Und jetzt ganz lustiger, komischer Mischmasch-Haul heute, fällt mir gerade auf. Zuerst Weihnachten und jetzt schwenken wir über zu Halloween. Ja, keine Ahnung, aber. Endlich auch noch etwas, was ich nie bei uns gesehen habe. Und jetzt auf einmal habe ich es im Regal hängen gesehen. Warum auch immer jetzt, keine Ahnung. Diese coolen Kürbisglöckchen habe ich mir gleich dreimal mitgenommen. Ich glaube, die habe ich auch schon, pfoh, sicher über ein Jahr auf meiner Einkaufsliste stehen. Und nie hat es die gegeben. Ja, da freue ich mich auch wahnsinnig. Dann habe ich mir auch noch mitgenommen so kleine Filz, Maxal, Kürbisse, Geister und die sieht man jetzt ein bisschen schlecht. Fledermäuse sind es. Da erkennt man es, glaube ich, jetzt. Ja, die hatte ich schon mal, aber sind schon einige verbastelt. Darum nochmal zum Aufstocken. Leider nicht verbilligt die Halloween-Sachen. Keine Ahnung warum. Und da habe ich mich auch so gefreut, das ist das letzte von dem Haul. Wir haben auf einmal ein riesengroßes Regal, also wirklich eine ganze Wand eigentlich, mit ganz verschiedenen Party-Sackerl. Also da sind auch mit Lamas und ganz, ganz liebe, da haben so kleine Kakteen mit Gesicht drauf und hätte mir auch dumm und dämlich kaufen können. Also die Wand hat es bei uns vorher nie gegeben eigentlich. So Sackerl hat der Teddy bei uns gar nie so gehabt. Aber bei den Halloween-Sackerl bin ich schwach geworden, weil ja, irgendwie sowas kriegt man nicht so oft, finde ich. Regulär im Handel, sowas habe ich immer mehr auf AliExpress bestellt. Und da sind in einer Packung 6 Sackerl drin. Und habe immer dreimal mitgenommen. 1 Euro hat da eines gekostet. Jo! Gut, ihr Lieben, ich habe kurz überlegt, ob ich den Action Hall gleich hinten dran schmeiße. Habe mich aber dagegen entschieden. Ist zwar nicht so viel vom Action worden, aber dann gibt es halt einmal zwei kürzere Videos. Ist ja auch nicht schlecht. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Passt bitte auf euch auf. Bleibt mal gesund. Und wenn ihr wollt, ich würde mich freuen. Dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Tschüss, Baba!